Was will ich bewegen? Ich möchte gern, dass die Muslime viel mehr sich mit ihrer Religion beschäftigen. Morgen! Assalamu alaikum, sabah al-khair. Aber nicht mit diesem Regelsystem, sondern auch wissen, an was sie wirklich glauben. Also, die ist auch, ich kämpfe für was? Für den Frieden? Ich kämpfe für die Gleichberechtigung. Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, Gleichberechtigung zwischen den Religionen. Ich möchte nicht einfach zugucken, dass Menschen diskriminiert werden oder rassistische Erfahrungen machen oder eben auch Frauen unterdrückt werden, Mädchen unterdrückt werden. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich selber, wir mit Migrationshintergrund auch, die Probleme in die Hand nehmen, einen Weg zu finden. Wie können es wir besser machen? Sonja Fatma Bläser und Gökçen Tamer Usun. Zwei Musliminnen wollen sich für einen zeitgemäßen Islam in Deutschland einsetzen. Wie kann das überhaupt gehen? Wie machen sie das? Wie erreichen sie Muslime? Im Job zählt, was im Kopf ist und nicht auf dem Kopf. Mit diesem Spruch schlägt Gökçen Tamer Usun bei ihren Studierenden auf. Die 42-Jährige bildet islamische Religionslehrer aus und etablierte als erste Frau das Fach an einer pädagogischen Hochschule in Baden-Württemberg. Meine tolle Tüte, habt ihr schon gesehen. Jetzt, wenn jemand kommt. Heute will sie den Blick für historische Wurzeln mancher Traditionen schärfen. Für was steht Islam? Und jetzt die Kleidung. Wie war es früher? Was hat man mit der Kleidung zeigen können? Hedir? Also es war ja in der Wüste, es ist heiß, da kann man sich ja nicht komplett bedecken. Dann kam dieser Hijab. Das war einfach wirklich wie ein Vorhang, damit man die Zimmer trennt, damit man eine Privatsphäre hat. Ich meine, heutzutage kann man sich auch zurückziehen im Haus. Und wenn es damals nicht, damals war es halt eben nicht möglich. Und dann hat man halt geschaut, dass man diese Privatsphäre schafft, aber das ist halt eben nicht mehr zeitgemäß. Es geht um dieses Individuelle, wie man sich selber fühlt. Ich trage ein Kopftuch, weil ich das möchte und nicht, weil mich irgendwer dazu gezwungen oder irgendwie jemand dazu motiviert hat. Keiner soll denken, oh, diejenige, die ein Kopftuch anhat, die ist auf jeden Fall safe Paradiesbewohnerin und die, die keins anhat, hat auch schon ihren Platz. Man hat ja auch vorhin sehr schön an der Kleidung gesehen, so unterschiedlich wie die sind, aus unterschiedlichen Ländern. Und dann kommen die ganzen Traditionen. Und dann, ich habe immer gedacht, das wäre die Religion. Das ist dann nur die Tradition. Also auch die Studierenden haben ihre Aha-Effekte. Eine Jugendhaftanstalt in Wuppertal-Ronsdorf. Seit Jahren besucht Sonja Fatma Bläser hier junge Häftlinge. Ihr Kollege Jawad Hanin begleitet sie. Er ist interkultureller Trainer. Es geht um Gewaltprävention. Die Seelsorgerin der Haftanstalt nimmt sie in Empfang. Heute wollen sie über Tradition, Erziehung und Gleichberechtigung diskutieren. Werden sie die jungen Männer erreichen? Werden sie ins Gespräch kommen? Wie geht es euch überhaupt? Alles gut. Kannst du dir vorstellen, dass der Mann zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert, kocht und die Frau zur Arbeit geht, Geld verdient? Ich sag ja nicht, dass der Mann nicht sein Kind auf den Arm nehmen kann. Mhm. Aber so, bei mir so, ich würde nicht diese Windeln und so wechseln. Ja. Trotzdem komme ich noch nicht als Frau damit klar, dass man dann sagt, die Frau muss für den Haushalt, die Frau muss für die Kinder, die Frau muss für alles zuständig sein. Und dann heißt das dann, dass das einfach über mich als Frau bestimmt wird. Die Frauen sind ja auch dafür bestimmt, so auf Kinder halt aufzupassen. Also die können das besser, wie wir Männer. Jetzt ist mein Kind, also unser Kind dann 2-3 Jahre kommt im Kindergarten und ich möchte gerne in dieser Zeit arbeiten. Weil ja, so entsteht auch diese Konflikte im Haushalt, sodass dann die Frau kriegt Schläge und sowas. Und du meinst, wenn der Mann jetzt die Frau schlägt, hat er Stärke gezeigt? Oder? Männer sind schon eifersüchtig, was Frauen angeht. Wenn die eine Frau haben und die richtig lieben, dann die wollen die nicht so,
dass sie irgendwo arbeiten geht, weil man weiß nicht, was auf dieser Arbeit passieren kann. Man will die in Schutz nehmen. Der liebt ja seine Frau. Der seine Frau, wenn er dann handgreiflich wird. Mein Bruder liebt mich ja auch, ne? Aber wenn ich einen Fehler mache, dann hat er mich auch mal so ohrfeig links, rechts gegeben. Das ist halt so, trotzdem liebt er mich. Wir haben zwar alle Schläge gekriegt zu Hause, ne? Aber auch immer zu Recht. Wir haben Respekt, verstehen Sie? Okay. Haben, aber ist das Respekt oder ist das Angst? Wir hätten auch Respekt, wenn die uns nicht geschlagen hätten. Aber. Also ich habe das nicht als Respekt erfunden, ich habe es als Angst erfunden. Auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die Kinder, mit denen ich tagtäglich in der Beratungsstelle habe, da ist das nicht mit Respekt, das ist Angst. Mein Ziel ist es, wirklich so weit mit ihnen die Probleme zu klären oder die Erziehung oder die patriarchalische Erziehung und Normen, damit sie später mit ihren eigenen Töchter anders umgehen, mit ihren eigenen Frauen umgehen und aber vorher mit der eigenen Schwester umzugehen und einfach mal zu wissen, wie fühlt sich die Schwester und nicht den Bodyguard zu spielen, sondern wirklich den Vertrauten. Sonja Fatma Bläser wuchs in einer konservativen muslimischen Familie auf. Männer hatten das Sagen. Wollte eine Tochter sich nicht unterordnen, war die Mutter verantwortlich. Natürlich auch der Druck, den sie ja hatte, weil alles fiel ja auf sie. Was dann eben gegen die Regeln waren und die Ehre, hat sie Ärger gekriegt. Also was haben die Frauen dann gemacht? Die haben natürlich versucht, ihre Töchter so zu erziehen, dass die Gesellschaft sagt, boah, toll, guck dir mal diese tüchtige Frau an, wie sie ihre Tochter erzieht. Dadurch hat man Liebe gewonnen. Dadurch hat man versucht, Anerkennung zu bekommen. Als kleines Mädchen wurde sie in der Türkei nach traditionellen Ehevorstellungen erzogen. Dann die Riesenveränderung. Der Vater wurde hier Gastarbeiter. Ich bin von Ostanatolien nach Deutschland gekommen. Da war ich dann ja, so ungefähr 10 Jahre alt. Ich habe mich so fremd gefühlt. Also wenn meine Lehrerin nicht gewesen wäre, das war eine tolle Lehrerin, hätte ich immer Angst gehabt, in die Schule zu gehen. Es hat sich eigentlich alles geändert, indem ich immer älter und älter wurde. Und man hat ja schon, leider ja schon mit 13, 14 Jahren um meine Hand gehalten, damit ich verheiratet werde. Ohne mich zu fragen, ohne zu sagen, das Kind muss noch zur Schule, das sollte die Schule beenden, das sollte dann die Ausbildung machen. Nein, Hauptsache, sie wird schnell verheiratet, damit ihr auch garantiert ist, dass ihr die Familienehre nicht beschmutzt ist. Und später natürlich kam es mit dazu, dass die Garantie da ist, dass ich auch als Jungfrau in die Ehe gehe. Und plötzlich hieß es, ja, das ist ein zukünftiger Mann und ich durfte mit ihm reden. Natürlich 5 Minuten, in den 5 Minuten kriegte ich nur noch einen Schock, weil er versuchte mir zu sagen, was meine Rolle als Frau ist. Das heißt, er sagte dann halt, na, also bei uns tragen Frauen keine kurze Röcke. Wenn du das trägst, dann wirst du von mir Gewalt erfahren. Dann in dem anderen sagt er, dann, wenn ich dich sehe, dass du mit einem Mann redest, egal wie oder was, du bist mit einem Mann alleine, dann sage ich dir und ich verspreche dir, ich werde dich an dem nächsten Baum aufhängen. Der 18-Jährigen gelang die Flucht. Sie ließ sich nicht unterkriegen, heiratete einen Deutschen und gründete ihre eigene Familie. Sonja Fatma Bläser überlebte 2 Mordversuche. Ein hoher Preis für ein selbstbestimmtes Leben. Was kann sein, was kann sein? Ein Krokodil? Wow. Was mache ich jetzt? Augen zu, aber. Gökçen Tamer Uzun erzieht ihre Töchter frei. Ein Fuchs, ich hab's. Und im Glauben an Allah, an Gott. So sehen die halt aus. Verschiedene Teppiche, es gibt ganz verschiedene. Die sind jetzt nicht immer gleich, aber alles hat ein Muster. Ja. Wenn die Lust haben, beten wir zusammen, dass sie es nicht als eine Bürde sehen, sondern als ein Geschenk Gottes, weil Gott, ich will ja uns das Leben ja nicht schwer machen, sondern leicht machen und dass sie die Vorteile von dem Ganzen auch sehen, was es für Vorteile hat, wenn man betet, wenn man an Gott glaubt, weil Gott gibt uns Hoffnung und wenn man das für sich entdeckt hat, dann merkt man auch, wie befreiend so der Glaube an sich ist, die Religion ist.
wenn man das nur natürlich als Regelwerk sieht, dann hat man die Handschellen sehr schnell dran. Die ersten Lebensjahre verbrachte sie in der Türkei. Bei ihren Großeltern auf einem kleinen Bauernhof. Das erste Foto, das es dann von mir auch existiert, ist dieses hier. Da war meine Mutter bei ihr im Dorf. Dann habe ich mitgekriegt, dass ich nach Deutschland sollte. Meine Schwester durfte nicht, weil 80er Jahre nur ein Kind darf mit. Und dann sind wir zum Flughafen nach Istanbul. Da wurde dieses Foto geschossen, weil ich hatte ja keinen Pass. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Einsam war es. Ja, es war eine Zeit, wo ich lernen musste, ohne meine Schwester auszukommen. Ich kam mit 6 in die Schule. Wir wurden ja damals in der Schule so unterrichtet, dass wir jederzeit unsere Koffer packen, nach Hause gehen und dort dann, also nach Hause heißt in die Türkei gehen, und dort dann Laden aufmachen als Friseurin, Verkäuferin. Die Familie blieb in Deutschland. Gökçen war eine fleißige, sehr gute Schülerin. Sie machte das Abitur gegen alle Widerstände. Also meine Eltern waren immer gläubige Menschen. Die haben 5-mal am Tag, also beten sie heute noch, fasten, machen all das Ganze. Aber durch die Community, die sie hatten, war der Druck, die Kontrolle, was ich mache, was ich tue, sehr stark. Als ich dann meinen Führerschein machen wollte, kamen dann die Männer von der Moschee und haben gesagt, also Yunus, das geht gar nicht. Du investierst in das Mädchen, dann heiratet sie, dann hast du nichts mehr davon, dann hat die Familie des Jungen was davon. Investition ist umsonst. Gökçen studierte und lernte ihren Mann Ahmet an der Uni kennen. Eine Heirat aus Liebe. Mit ihm, einem Maschinenbauingenieur, teilt sie ihr Leben, ihren Glauben und die Erziehung der Kinder. Okay. Wer fängt an? Ich. Schon wieder? Immer du. Also ich sehe meine Rolle als 50-50. Ich meine, ich war bei der Zeugung auch 50-50 dabei. Und dann gehe ich halt davon aus, dass es eigentlich so sein sollte. Die religiöse Erziehung und der Koran gehören ganz selbstverständlich zum Alltag. Und jetzt musst du hier so lesen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Für mich als Religion nicht der Islam, nicht das Judentum, nicht das Christentum. Ich glaube, die Essenz von allen dreien ist der gute Mensch. Und wenn man den Weg geht, dann ist egal, ob man jetzt ich sag mal, Rosa ein Buch lese. Ich habe ja auch die Bibel von meinem Katholischlehrer geschenkt bekommen. Oder ob ich von dem. Im Grunde sagen alle das Gleiche. Sei ein guter Mensch. Während Ahmet auf die Kinder aufpasst, trifft sich Gökçen mit einer Freundin. Aysel Özdemir und sie kennen sich seit vielen Jahren. Ihre Eltern stammen aus dem gleichen Dorf in der Türkei. Beide haben sich von überkommenen Traditionen befreit. So habe ich dich kennengelernt. Ich meine, du machst dein Ding, dann tatsächlich. Lass niemals zu, dass andere bestimmen, wo die Grenzen deiner Träume sind. Michelle Obama. Finde ich super. Man sollte selbstbestimmend sein und Selbstachtung vor einem selber auch haben. Ja, und sagen, das ist die Freiheit, die ich mir daraus nehme. Auf jeden Fall. Dann brauchen wir die Diskussion gar nicht mehr. Das Haus der katholischen Kirche ist ein beliebter Treffpunkt in der Stuttgarter Innenstadt. Offen für alle. Beim Tee reden die beiden Freundinnen über Alltägliches, wie Modetrends. Ich hab sowas nicht. Jetzt wollte ich fragen, ob du dann. Nee, die meine ich nicht. Die meinst du nicht? Nein. Das sind diese klassischen. Das ist alles out. Das ist. Ich selber habe das Kopftuch noch nie getragen, also noch nie so, wie sie dazu steht und das trägt. Für mich war das immer tragen, zur Moschee gehen, zu meinem Koranunterricht, dann wieder nach Hause. Ja, darüber hinaus nicht. Ich respektiere und akzeptiere jede Meinung, das ist mir ganz wichtig, weil ich darf hier auch so rumlaufen, wie ich möchte. Und das ist ausschlaggebend. Weil wichtiger ist für Allah, was für ein Mensch man ist. Für das Kopftuch hat sich Aysel Özdemir mit 18 Jahren entschieden. Aus freien Stücken, betont sie. In ihrer Familie in der Türkei hat das Kopftuch Tradition. Die 45-Jährige ist islamische Seelsorgerin im Klinikum Stuttgart. Früher war diese Aufgabe Imamen, das heißt männlichen Geistlichen, vorbehalten.
Aysel Özdemir betreut muslimische Patienten, Männer wie Frauen. Manche schon seit längerer Zeit, wie diesen Vater und seine Tochter. Ja, wir kommen am 30. Uns tut es gut, wenn Sie uns den Koran vorlesen. Wir sind ja gläubige Muslime. Viele Menschen haben keine Familienangehörige hier und sind froh, wenn jemand kommt. Und das gibt mir einfach Kraft, wenn ich sehe, jemandem etwas Gutes zu tun. Wenn jemand ihnen sagt, danke, dass sie da waren, und das kann ich wieder zurückgeben. Und das macht mich ganz glücklich. Heute besucht sie eine Patientin, die aus Tunesien stammt. Ich bin Frau Özdemir, arbeite hier als islamische Seelsorgerin im Katharinenhospital. Wann waren Sie jetzt ungefähr hier? Drei Tage. Mhm. Wollen wir ein bisschen laufen und kurz uns unterhalten? Ja, kurz, nicht laut, kleine Pinte. Okay, gerne. Danke, gerne. So, ich freue mich. Eine schwierige Mission. Die Patientin war schwanger, freute sich auf ihr viertes Kind. Doch sie verlor es vor wenigen Tagen. Also das heißt, wenn jemand Sie fragt, sagen Sie, Sie haben drei und einer hat sich verabschiedet von dieser Welt. Ich kann nicht sagen, ich habe nur drei Kinder jetzt. Ich habe vier. Ja, genau, natürlich. Das ist auch schlaggebend. Genau, super. Und das vierte Kind, oh. Wir werden irgendwann mal auch zu ihm zurückkehren. Ja, es tut mir leid. Aber das macht nichts, das ist in Ordnung. Für mich ist wichtig, dass es Ihnen besser geht, dass Sie sich ein bisschen aufgehoben fühlen. Er liebt Sie auch, wir wissen nicht, was später passieren wird. Aber Gott sei Dank, ich habe jetzt drei Kinder. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shukran. Alhamdulillah. Ich habe drei Kinder und alle gesund und so. Aber trotzdem. Ist man traurig, das ist normal, das gehört dazu. Sie haben ein Leben verloren, den in Sie sich getragen haben, all die Monate und wo Sie eine Beziehung aufgebaut haben. Das ist ganz normal, dass Sie traurig sind und weinen. Ein spiritueller Abschluss. Für einen Imam, einen Mann hingegen, wäre so ein Körperkontakt nicht möglich. Muslimische Seelsorgerinnen werden dringend gebraucht. Doch werden Frauen in diesem Beruf auch akzeptiert? Es ist eine sehr männerdominierte Welt, als islamische Seelsorgerin zu arbeiten, weil Imame haben ja auch eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft, mehr Akzeptanz. Und es ist wirklich eine Pioniersarbeit. Meistens ist es so, dass die Menschen es dabei belassen und sagen, es reicht mir, wenn jemand mir schon Koran vorlesen kann oder eine Sure, auch als Frau. Es ist schon teilweise ein steiniger Weg gewesen am Anfang, ja. Gökçen Tamer Ursun, die Hochschuldozentin, war einkaufen. Ein Fest steht bevor. Noch ein paar Kleinigkeiten haben gefehlt. Unabhängig mobil zu sein, dafür hat sie als junge Frau gekämpft. Heute ist das für sie eine Selbstverständlichkeit. Mama, ja, du darfst wieder rühren. Ich will auch rühren. Beide. Okay, langsam. Sie verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern. Heute erwarten sie Gäste. Zum Fastenbrechen. Gökçens beste Freundin kommt mit ihrer Familie als erstes. Die Musliminnen kennen sich aus dem deutschen Kindergarten. Alle zusammen sitzen. Nein, das ist das zweite Blech gewesen. Ich hab's noch nicht angemacht. Zur Fastenzeit hat Gökçen für die Kinder etwas gebastelt. Also, das ist der Baum, Ramadan-Baum. Da dran kleben wir immer ein Blatt und da drauf stehen dann halt immer Wörter. Und hier gibt es ganz verschiedene, aus dem Koran sind die Wörter. Und ja, und hier hängen halt Tütchen und in denen sind dann halt immer Überraschungen für uns. Jedes Mal kommt eins ab. Brauchst du Hilfe? Nein, kommt schon.
Was ist da drin? Oh, Mamba. Mamba. Ja, aber du wusstest immer, was du wolltest. Also das muss ich dir schon sagen. Wow. Ja. Ja? Mama, ja, natürlich. Wusste. Natürlich. Wir sind traditionell groß geworden, Göttchen. Sehr traditionell. Man musste sich einiges auch erarbeiten, muss ich sagen. Auch sie, ich auch. Weil uns wurde nichts in die Wiege gegeben. Also unsere Eltern konnten kein Deutsch. Können immer noch kein Deutsch. Wir waren sozusagen diejenigen, wo, ja, was haben wir gemacht? Wir waren immer diejenigen, wo... Wir haben uns alles erkämpft. Erkämpft. Die Schule. Die Schule erkämpft. Ausbildung, uns hat keiner alles geholfen. Wir waren ja auch zusammen ja in der Moschee und haben es ja auch deshalb auch verlassen, weil unter anderem das, was den Mädchen dort vorgelebt wurde zu unserer Zeit, also wir reden von den 80ern, das war nicht das, was wir uns als Leben später auch vorgestellt haben. Ja, Hausmädchen, daheim sein, kochen, würde ich jetzt sagen. Ja, das machen wir gerade. Kinder auf die Welt setzen. Aber wir dürfen es unseren Eltern auch nicht also vorwerfen, um Gottes Willen. Nein, das war ja, sie kannten es ja nicht besser. Ja. Sie waren auch unter der Druck der Gesellschaft von damals und die kannten es nicht besser. Also heute sagen meine Eltern zum Beispiel, hätten wir es gewusst, wir hätten es besser gemacht, anders gemacht. Wunderbar. Willst du nicht? Okay. Willst du noch von dem haben? Lass mal. Nein, haben wir schon. Haben wir. Das haben wir ja heute. Sonja Fatma Bläser in ihrem Kiez in Köln-Nippes. Jeder Dritte hat ausländische Wurzeln. Die meisten leben hier bereits in der dritten oder vierten Generation. Sonja Fatma Bläser hat den Verein Hennermond gegründet. Unter anderem für junge Frauen und Männer, die Schutz suchen. Wie dieses Mädchen. Es darf nicht erkannt werden, muss anonym leben. Ich hatte halt eine Beziehung. Meine Eltern wollten nicht, dass ich eine Beziehung habe, weil das von unserer Religion aus eigentlich eine Sache ist, die unmöglich ist vor der Ehe. Und sie haben mich dann halt mit ihm gesehen und dann brutal zusammengeschlagen. Ich lag dann auch 3 Tage im Krankenhaus und war halt auch bewusstlos, als ich zusammengeschlagen worden bin. Ich hatte überall Verletzungen, am ganzen Körper Prellungen. Seither lebt sie in einem Schutzhaus, weil sie Angst hat, dass ihre Familie sie finden könnte. Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht daran denken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann wieder genau dasselbe passiert, beziehungsweise noch Schlimmeres, weil mein Vater mit seiner Gewalt noch gar nicht wirklich zu Ende war. Er wurde halt aufgehalten, aber auch erst nachdem ich bewusstlos war, wurde er von den Nachbarn aufgehalten, die das alle mitbekommen haben. Gab es irgendwas von Eltern oder irgendwas, wo man sagt, wir müssen da nochmal genau drauf gucken? Also bis jetzt hat noch keiner herausgefunden, wo ich bin. Und ich denke auch, dass das so bleiben wird, weil das eigentlich total versteckt ist. Überhaupt keinen Kontakt aufnehmen, weder mit Eltern noch mit Geschwistern noch mit deinen Freundinnen. Nirgendwo in Facebook sein, in Twitter oder in diese Social Media. Ganz, ganz, ganz wichtig. Leider stelle ich die letzten Jahre immer mehr fest, dass das im Endeffekt sogar in der dritten Generation hier in Deutschland Eltern, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind und trotzdem immer noch nach patriarchalischen Strukturen erzogen werden. Viele sagen, wir sind religiös. Ich finde das fundamentalistisch schon. Es wird immer noch sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre Töchter als Jungfrau in die Ehe gehen. Dieser Ehebegriff ist für sie immer noch wichtig und ist sogar noch wichtiger geworden. Was ist kulturelle Tradition? Was Religion? Die Hochschulpädagogin Gökçen Tamer-Uzun will, dass ihre muslimischen Studierenden unterscheiden lernen und sich öffnen, auch für andere Religionen. Ich finde einfach die Erfahrung mit den anderen Religionen, mit weiteren Religionen, auch das Kennenlernen von Menschen dieser Religion ist viel, viel wertvoller, als einfach darüber zu lesen. Deshalb macht sie mit Ihnen heute einen Ausflug zur Stuttgarter Synagoge. Mit großen Erwartungen. Da hoffe ich halt, dass ich dann mit den Studierenden zusammen da auch eine Aufklärung und auch eine Toleranz mitbringe, die sie dann auch wieder weiter in ihre Familien tragen.
Für viele der angehenden islamischen Religionslehrer ist es eine völlig neue Erfahrung. Zum ersten Mal in einem jüdischen Gotteshaus. Im Gegensatz zur Moschee müssen die Männer hier eine Kippa, eine Kopfbedeckung tragen. Die Frauen nicht. Den jungen Muslimen gibt Sebastian Hobrak Einblick in die jüdische Geschichte. Und dorthin blickend verrichtete er dreimal täglich das Gebet. Eine Pflichtveranstaltung, die Gökçen fest ins Curriculum eingebaut hat. Sie will den dauerhaften Dialog. Gibt es auch Kooperation mit islamischen Verbänden? Wir könnten eine aufmachen, finden Sie nicht? Ja, das wäre jetzt sozusagen die Idee gewesen. Ja, es gibt viel zu tun. Weiß nicht, gell? Ich habe viel mitgenommen und werde das Ganze auch weiterverfolgen. Einfach, dass es weiterhin Interreligiöses gibt. Bildung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir da wirklich unsere Schüler aufklären. Worum geht es hier eigentlich? Es geht ja nicht um eine Feindseligkeit zwischen beiden Religionen, sondern einfach um ein harmonisches Miteinanderleben. Und das ist sehr wichtig, dass wir das unseren Schülern weitergeben und Liebe stiften einfach so. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer haben viel gelernt für ihre kommenden Aufgaben. Gökçen Tamausun hat sie erreicht. Ein Erfolg. Und Sonja Fatma Bläser, auch sie setzt auf die Jugend. Jamal. Tamina. Amer. Abdu. Ali. Ein Workshop mit jungen Menschen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen wollen. Viele von ihnen sind Muslime. Als ich aufgewachsen bin, wie ihr wahrscheinlich auch, habt ihr gemerkt, so, es gibt eine unterschiedliche Art und Weise, wie Männer und Frauen behandelt werden. Ich fand das halt nicht gut. Den jungen Leuten bietet Sonja Fatma Bläser mit ihrem Verein die Chance, sich in Konfliktbewältigung zu üben. Religion? Ja. Aussehen auch. Weil ich an euch Jugendliche glaube. Ich weiß, dass ihr auch natürlich was in der Gesellschaft verändern wollt. Und ich weiß, dass ihr junge Leute, ihr seid genial und ich weiß, dass ihr das schaffen werdet. Unermüdlich motiviert sie sie, sich für Werte wie Toleranz einzusetzen. Ich denke, dass wir in der Gesellschaft manche Probleme haben, und sei es zum Beispiel Rassismus. Es ist nicht, meiner Meinung nach, ist es kein Problem, ein Problem zu haben, sondern es ist ein Problem, wenn wir nicht dagegen handeln. Also das ist auch so ein wichtiges Thema für mich, Gleichberechtigung. Und weil ich habe schon in Afghanistan gewohnt und dort die Frauen sind immer unterdrücken, und dann ich will ein bisschen dieses Thema verändern. Ich möchte auch, dass meine Freundinnen mit meinen Freundinnen reden und Frauen und Männer in meinem Heimatland so gleichberechtigt leben können. Mich treibt es vielleicht immer noch an, dass ich sage, jede Frau, die für ihr Leben kämpft, ist wie ein so ein Schneeball-Effekt, Schneeball, die dann halt immer größer und größer wird und es immer mehr Frauen sich trauen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja.